So, willkommen zurück bei Prey. Diesmal wieder mit Sound. Das war ja letztes Mal eine Katastrophe, wofür ich mich nochmal entschuldigen will. Ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat. Das muss ich gestehen. Und hier ist der Dan. Und hier ist der Chris. Die liegen leider hier rum und ja, sind tot. Sagen wir mal so, wie es ist. Was wir jetzt machen, ist den Raum hier nochmal zu durchsuchen, weil ja, es ist bei dem Spiel ist halt unheimlich schwierig, die richtigen Meds zu haben. So, ich guck mal mit der Anzug-Integrität, ob dann auch meine Gesundheit wächst, wenn ich. Was haben wir hier denn? Anzug-Reparatur-Kit, das brauchen wir schon mal. Das hauen wir uns rein. Wir haben aber noch mehr. So, jetzt haben wir. Und jetzt gucken wir mal, ob die Gesundheit wächst. Vielleicht gucken wir auch noch mal, wenn ich mir hier sowas in Veggie-Mix reinpfeife. So, jetzt bin ich unten grün. Ah ja, und guck mal, das hat tatsächlich Auswirkungen auf die Gesundheit. Das haben wir ja in den Kommentaren letztes Mal auch schon festgestellt. Wenn ich grün bin, unten, dann geht die Gesundheit hoch. Bin mal gespannt. Ich habe mir gerade zwei Veggies reingehauen. Wie weit denn jetzt wirklich die Gesundheit dann, ja, over time steigt. Hat irgendwas geknallt. Wir mussten, glaube ich, hier noch hinten hin. Hier waren wir noch nicht. Da hinten, ist auch noch ein Quest. Ihr Anzug. Was steht da auf dem Schild? Jo? M-Jo? M-Jo. Sie töten die Bestie selbst. Wenn Sie reinkommen wollen, sicher sein wollen, dann gehen Sie etwas für mich holen, ja? Hier, der Schlüssel für mein Zimmer. Gehen Sie. Holen Sie meinen Preis. Er ist mir wichtig. Dann reden wir vielleicht. Ja, well, dann reden wir vielleicht. Komischer Kauz, würde ich sagen. Wir gucken noch mal hier, apropos reden, ob wir hier noch irgendwelche guten Sachen aufnehmen können. Sieht nicht so aus. Ja. Der hat anscheinend überlebt, aber vom Kopf her kommt er mir auch nicht so klar vor. Dann gehen wir jetzt mal in seine Quartiere hier. Oder in sein Quartier. Wir. Es ist in meinem Kopf. Es hört nicht auf, über sie zu. Nein! Ja, dich muss ich leider erschießen. Warte, hier hatten wir doch noch was. Also, ich gucke mir das jetzt nochmal an. Hier können wir uns verstecken. Hier. Du erleidest 50% weniger Schaden. Das wollten wir nicht. Telepathie. Du führst einen direkten psychischen Angriff gegen biologische Ziele aus, verursachst 45 Schaden und neutralisierst Psi-Fähigkeiten für 10 Sekunden. Wollen wir den mal testen? Ja. Den will ich doch mal testen. Jetzt an ihm. Ich muss zuhören. Ich muss. Bam! Ja, was soll man da sagen, ne? Das hat funktioniert. Tut mir leid, Pong Wu. Nimm mal gerade deine Sachen hier. Keine Sorge wegen Strom. Flackern. Die Station hat nur Schmerzen. Gehen Sie weiter. Da müssen wir auch noch rein. Okay. Was können wir hier machen? Hebekraft 3. Dann würden wir wahrscheinlich in das Apartment hier kommen. Sind hier auch Ziele drin, ne?
eigentlich schon die Musik angemacht. Wo ist denn hier? Ist der vom Will. Hier müssen wir rein. Der Koch wohnt also gegenüber vom Klo. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Hier ist die Enzyklopädie der Ernährungswissenschaft und des Kochens. Das könnt ihr euch mal durchlesen, wenn ihr wollt. Pause machen, durchlesen. Wir looten jetzt erstmal das Apartment leer und wir sollen ja für ihn ein... Kommen wir gar nicht durch. Wir sollen für ihn ja Schinkentomaten. Sunburst Bananenbaum. Was hier so alles gibt, das finde ich gut. Noch eine Schinkentomate. Und wir sollen ja für ihn den Preis holen. Hier ist ein Transkript von ihm. Den hören wir uns mal an. Was zur Hölle haben Sie mit dem Ding angestellt, Mitchell? Klingt wie eine Werbung für Auntie Waffles. Tja, eigentlich war das keine Überbrückung an sich. Es war nur der Unterhaltungssequenzer des Operators. Sie klingen sonst immer so trostlos. Sie wissen, wie viele Sicherheitsprotokolle Sie gebrochen haben? Tja, Morgan meinte, es sei schon in Ordnung. Hat mir sogar geholfen. Ich bin Operator Skillet, Miss Show. Sie klingen, als könnten Sie eine gesunde Portion Sanders-Bananenpudding vertragen. Das ist eine vertrauliche Unterhaltung, Skillet. Entschuldigung, ich... Oh. Was ist das denn? Mist, jetzt habe ich das nicht gesehen. Ich kann ja... Au. So, ich habe Mist gebaut. Ich habe es weggedrückt. Das müssen wir uns doch nochmal angucken. Wo Daten? Was konnte ich hier machen? Enzyklopädie war es nicht. E-Mails, Audiologs, Forschung, Statistik, Zugänge. Wo kann ich mir das wohl nochmal angucken? Unter N. Guck mal. Ja. Das hat geklappt. Sehr gut. Jetzt kann ich mir auch die E-Mails hier angucken. Musste gar nicht. Ah, ich habe einen neuen Code. Und zwar... Tut mir leid, dass ich mich in Ihrer Freizeit an Sie wende, aber Alex hat in der 4-Uhr-Schicht gearbeitet und am Empfang eine Essensanfrage abgegeben. Er meinte, Sie wüssten, was er mag. Könnten Sie sein Essen zur Vorstandsetage bringen? Der Code für den Gravlift. Ah, wir haben den Code für den Gravlift bekommen. Hier kein Problem, machen Sie sich keine Sorgen. Hallo Morgan. Sie kommen jetzt wohl zu den anderen Zeiten in der Kantine oder essen Sie mittlerweile in Ihrem Quartier? Ich wollte Ihnen nur nochmal für die Ausdrucksverbesserungen danken. Die dürfen Skillet jetzt wesentlich besser hören. Ich glaube, Danielle gefiel es nicht. Ja, Danielle war die eine. Jetzt holen wir uns nochmal den Preis hier ab. Bam. Jetzt holen wir uns nochmal den Preis hier ab. Das könnt ihr nochmal durchlesen. Der Sternbeuger-Zyklus Band 4, ein Schlag ins Gesicht. Sehr gut. Toller Buchtitel. Ich lese ihn nicht durch. Und sollen. Okay. Hier waren wir sonst überall drin. Hier bräuchte ich... Hier komme ich nicht rein. Hier ist doch wieder was. Hier brauche ich Heben 3 für. Dann würde ich hier auch reinkommen. Wir haben noch niemals Heben 2, oder? Haben wir Heben 2? Bist du noch da, Emu? Sind Sie noch am Leben? Hä? Was, wenn Emu zurückkommt? Lass ich MU rein, aber... Also der Koch... Gefunden? Sind Sie wieder da? Kommen Sie zum Fenster, zeigen Sie es mir. Den Koch finde ich ein bisschen strange, um ehrlich zu sein, oder? Ich gebe hier mal die Auszeichnung. Sie haben was gefunden? Ich muss Sie reinlassen, wie versprochen. Außenrum. Der Nebeneingang. Der kommt mir noch ein bisschen verschoben vor. Ich glaube, der war zu lange in der Küche umgeben von Alien. Hm.
Warten Sie! Moment! Wartet mal. Sie sind jetzt sicher. Die Bestien können nicht hinein. Aber sehen Sie mal. Wir haben Essen, aber kein Wasser. Dieser Druckregulator, er ist kaputt. System abgeschaltet bis... Ja. Temperatur. Sie können ein Ersatzteil im Gewächshaus finden, glaube ich. Mit Wasser können wir auf Rettung warten. Aber ohne Wasser. Wenn Sie das tun, lasse ich Sie in den Kühlraum. Da verstecke ich die Puppen, die die Bestie geschickt hat. Vielleicht haben die nützliche Sachen für Sie. Ja, hier sind schon nützliche Sachen. Ich loote dich mal eben leer. Also, was ich gerade festgestellt habe und was total... Ich hoffe, ich bereite genug für Mr. Purvis zu. Er muss großen Hunger haben. Das bist du hier, Skelett, ne? Über dich haben wir gerade geredet. M.U. Den hat er ja modifiziert. Jetzt hör mal auf. Ich kenne den Namen. Aber woher? Morgan Yu, Bruder von Alex Yu. Er ist einer der Co-Direktoren der Station und wirklich total nett. War in letzter Zeit nicht oft. Still jetzt! Ja. Haben Sie Appetit? Der labert mich so zu. Sei mal ruhig. Fensternahrungsmittel steht Ihnen zur Verfügung. Hier drin ist es sicher. Das kann ich reparieren hier. Und das kann ich nehmen. Und hier in den Regulator platzieren. Tausche den Fecken, dann müssen wir gar nicht ins Gewächshaus. Repariert? Nicht schlecht. Hier, ich öffne den Kühlraum, wie versprochen. Viele tote Puppen und Vorräte. Was für Puppen? Ich muss den Kühlraum. Haben Sie denn alle das hier probiert? Keine Eier in ihren Augen. Da schwimmt nichts Schwarzes. Andere kommen. Und das ist Sie versuchen sich wie Menschen zu verhalten, damit ich die Tür öffne. Hier steht ein Geschütz, das ist mittlerweile feindlich. Ich glaube, ich habe so viele Neuromods jetzt drin. Ne? Gehen Sie rein. Nein. Nehmen Sie, was Sie wollen. Lassen Sie mir nur die Puppen. Was für Puppen? Wenn die Puppen nicht reinkommen, explodieren die Bomben. Ey, was geht denn los? Oh. Ja. Na, mir jetzt eine Falle gestellt. Trendstar-Müll. Sind Sie wach, M.U.? Eingefroren vielleicht? Ich nehme das Spielzeug von der Puppe. Ich sehe alle Namen auf einer Liste. Ihren auch. Von jetzt an hören Sie zu. Ich weiß, wer Sie sind. M.U. Sohn von William Yu. William. Trendstar. Spielt immer mit Leben. Jetzt schaue ich vielleicht zu, wie Bestien sie fressen. So wie sie mich verfüttern wollten. Oder die Kälte tötet sie. Macht aus ihnen eine gefrorene Puppe. Okay. Der Koch hat sie nicht mehr alle. Gesund gezaubert mit Blumenkohl. Hier haben wir noch was. Hier können wir unsere Gerichte... Und das sind wohl seine Puppen oder... Der köpft hier die Typen. Die Leute. Kevin und die Chloe. Aber, was ich sehe... Jetzt nehmen wir uns erstmal hier die... Ein Aggressorverstärker. Dann haben wir hier... drei Neuromods. Was haben wir hier? Ein Q-Strahl. Ja, okay, Baby. Okay, Baby. Den wollen wir doch gleich erstmal austesten. Den Q-Strahl. Das gefällt mir sogar sehr. Hier brauchen wir 25 Psi für... Hier 10 Psi. Ich nehme jetzt den nochmal, da ich nicht aus Versehen den Q-Strahl. Aber vielleicht könnte ich gleich mit dem Q-Strahl mal ein bisschen den Koch kitzeln, wenn ich hier wieder rauskomme.
ist das denn? Abigail. Das ist die Abigail. Der hat, und die ist gar nicht von den, ja, von, die ist von einem Koch getötet worden. Abby, ich bin noch in der Datenzentrale. Ich weiß nicht, warum du nicht rangehst. Ich hoffe, du bist in Sicherheit. Wenn es schlimm wird, trenne ich einen Datenspeicher ab und laufe am Rumpf entlang. Komm zum Fitnessbereich und klopf ans Fenster beim Pool. Diese Erschütterung müsste ich spüren. Und Abby, bitte geh kein Risiko ein, ja? Ich... pass auf dich auf. Ja, das mit dem Aufpassen hat nicht geklappt. Und, finde Stimmproben. Danielle Show, ich habe ein neues Ziel. Und zwar... Ah, Danielle lebt vielleicht auch noch und dafür muss ich in den Fitnessbereich und mal ans Fensterchen klopfen. Damit sie dann, das haben wir ja gerade gelesen, damit sie reagieren kann, ja. Hier würde ich rauskommen, ne? Aber dann muss ich den Block erst wegpacken. Da brauche ich auch schon wieder eine Neuromod. Ich kann ja mal gucken, Sicherheit wäre das, glaube ich, oder? Wo kriege ich Technik? Ne, hier ist der. 4 Stück. Ja, brauche ich. Und was mich jetzt... Ja gut, ich pack den mal weg. Was mich mega stört, ist, dass ich von Geschützen jetzt angegriffen werde. Oh, so ein Eisblock, der macht bestimmt auch gut Schaden. So, jetzt kann ich aber hier rein. Ich glaube, hier komme ich dann wieder raus, oder? So, Koch. Greifst du mich jetzt an? Nee, der ist noch... Warum ist niemand zur festgelegten Essenszeit erschienen? Ja, Skillet greift mich nicht an. So, das Geschütz ist rot geworden. Ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile so viele Alien-Neuromods drin. Wobei, so viele habe ich eigentlich noch gar nicht drin. Ich habe 1, 2, 3. Und bei 3 Neuromods erkennt er das Geschütz mich jetzt schon als Feind. Das ist beknackt. Wollen wir das mal kurz testen? Speichere mal dafür ganz schnell. Das Geschütz mich jetzt wirklich angreift. Automatisches Auslöschergeschütz. Ah! Punkt 6 online. Mist. Ich schätze, Sie wissen nicht, wo Quinton Purvis ist. Seine Mahlzeit ist fertig. Mist. Hacken. Hackenstufe 2. Dann könnte ich es, glaube ich, umprogrammieren. Das haben wir aber jetzt nicht getestet. Da will ich jetzt auch keine Euromod für verschwenden. Ich pfeife mir aber hier so eine Aalsilze mal rein. Oh, wir sind komplett voll wieder. Oder was haben wir hier? Einmal Cookies. Nehmen wir. Und wovon haben wir noch ein bisschen? Vielleicht hier mal so Fischstäbchen. Fischstäbchen ist gut. Ja. Was haben wir hier? Eine Recyclerladung. Der Turnstar-Dreck geht nicht hoch. MU, vielleicht sehen Sie das? Vermeiden es? Du hast doch nicht mehr alle an der Waffe hier, Chefkoch. Wir brauchen, so, Fitnessbereich da hinten. Hier haben wir auch mehrere Ziele. Wir gehen jetzt erstmal in den Fitnessbereich. Da hatten wir ja auch... Ach, er hat auch wieder was Neues. Durchgebrannte Platine. War hier irgendwo was? Warte, ich glaube, ich konnte hier meine Teile... Oder? Ne, hier nicht. Irgendwo konnte ich doch meine Teile... Besatzung hier. Programme. Hier waren wir schon drin, ne? Ja, ja, klar. Wo konnte ich auch meine Teile erneuern? Den kann ich immer noch nicht tragen.
Hebekraft 3. Jetzt gucken wir erstmal hier drin. Was ist da denn los? Und da kommt Daniel Lennon. Wenn die hier durch, die verbrennen sich hier, wenn sie hier durchkommen oder durchgehen. Nein. Hallo. Oh Mann. Ah, verbrenn ja auch. Heimatland, ey. Fetzt dir einfach so durch das Ding. Dann nehmen wir mal Udon-Nudeln. Wir haben zum Glück Heal over Time. Dann müssen wir das jetzt so machen. Abgefahren. Was haben wir hier noch? Ein kleiner Raum. Hab ich jetzt gesehen? Sie müssen gehen. Sollen wir mal mit dem Q-Strahl probieren? Schussdauer. Das kann ich ja auch. Vitalwerte kritisch. Nee, ist vor Blut. Im Q-Strahl kann ich irgendwie was ändern. Das müsste ich mir nochmal angucken. Daten. Haben wir hier noch was zu dem Q-Strahl-Forschung? Das sind die Statistik. Nee. Würde ich mir gerne mal angucken, was der so genau macht. Der wurde auf jeden Fall grün, der andere. Alles klar, ist ja jetzt auch nicht so wild. Was wild ist, ist meine Gesundheit. Da muss man was tun. Wir pfeifen uns jetzt tatsächlich so einmal rein. Und vielleicht... das ist echt schwierig. So ein Bing-Bang-Bonbons. Die brauche ich. Was haben wir hier oben? Das ist das Fitnesscenter. Ja, hallo. Scan abgeschlossen. Immunität, Rückstoß, Schwächen, Explosion, Feuer, Nullwellen. Aber da steht. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Das ist der Telepath. Der ist. Oh, hier liegt noch. Was haben wir hier noch? Neuromorte unterstützendes Yoga für Anfänger. Absolut, ey. Da knallt der Sonnengruß mal so richtig rein. Hier haben wir auch noch Daten. Jägerin-Bolzenwerfer haben wir zwar schon, aber nehmen wir ihn halt nochmal. Kann ja nicht schaden. Mussten wir. Wartet mal. Wir mussten doch irgendwo noch was zurücksetzen. Persönliches Training, Emma. Wie Sie wissen, wird morgen in den nächsten Wochen nur sehr eingeschränkt verfügbar sein. Er würde gerne, falls möglich, für einen... Der Code für die Vorstandsetage, den haben wir schon gekriegt. Seid gegrüßt, könnt ihr euch mal kurz durchlesen. Ich guck mal... Warte, das ist von Abigail. Jeder von euch sollte nun in Besitz eines Kartenfragments sein. Ich konnte sie manchen von euch persönlich überreichen. Andere haben nach unserem letzten Spiel vielleicht eine neue Akte auf ihrem Schreibtisch entdeckt. Es sind Kartenfragmente. Arbeitet zusammen und entschlüsselt die Hinweise. Kommt dann zu meinem Quartier und nehmt die Belohnung entgegen. Okay, bei Abigail ist noch was drin. Wer ist denn hier am Rumschreien? Ist das die Danielle Show? Ich weiß es nicht. Ja, dann müssen wir uns doch mal da unten um den Telepathen kümmern, oder?
Wir müssen ja jetzt da hinten, Fitnessbereich Fenster, da müssen wir für Danielle Show ans Fenster klopfen und vielleicht lebt die ja noch. Und hier was machen. Nee. Dann werden wir jetzt hier gucken, gibt es hier eigentlich noch was? Ich habe ja hier noch gar nichts gelootet. Ah! Ja, das gefällt mir doch wieder. Schränke sind voll. Hier in der Dusche war nichts. Ja, perfekt. Ja, richtig schöner Loot hier mittlerweile. So, das können wir gar nicht mehr essen. Dann pfeifen wir uns das so rein. Was haben wir denn? Wo haben wir denn einmal? Anzug, ja, den brauche ich noch nicht. Anzug Integrität ist für mich noch in Ordnung. Den würde ich ganz gerne einmal verwenden, damit wir hier wieder 100 haben. Da können wir auch eine Neuromod reinhauen, dass ich nehme hier mal zwei hiervon. Ach Mann, ey. Das ist doch kacke. Das habe ich schon alles voll und ah, den können wir zerlegen. Ja. Können wir nämlich die Waffe hier nehmen. Und die müssen wir dann auch direkt mal zerlegen. Ich brauche dringend einen Recycler, damit der ganze Müll hier rauskommt. Warte, habe ich noch was gesehen? Hier. Selbstgebrannter. Braucht doch kein Mensch, oder? Hier, so. So, dann haben wir hier, glaube ich, alles genommen. Hier sind nur noch Schuhe und sowas. Dann machen wir uns mal an den Telepathen dran. Und ja, sollte gereicht haben. Reingehen, vielleicht. Ja, gut. Ich speichere mal. Erst nochmal die Mary. Und das ist der Telepath. Nämlich gesehen, der Telepath. Bisschen, ne? Nee, noch nicht. Wollen wir mal die neue Waffe nutzen? Aua, 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 aua. Das bringt ja mal gar nichts mit dem und verbraucht viel Munition. Dann nehmen wir den hier. Und den, weil hiermit, mit der einen Fähigkeit, mit der Neuromod-Fähigkeit, kann ich nämlich seine Kräfte, habe ich gelesen, neuralisierte Psi-Fähigkeiten für 10 Sekunden. Und das hat er nämlich. Und hier liegt er auch sogar noch eine Rohrzange. Meine Güte, ey, Mary. Müssen wir uns doch echt hier nochmal einen Popstar reinhauen. Wenn wir schon mal dabei sind, werden wir die Zange jetzt noch zerlegen. Ja, will ich. Was macht der Q-Strahl? Bin gleich so weit, dann kriegst du sie.
Ah, jetzt ist er so. Schießt du auf mich? Uah, die fixieren mich an, die Dinger. Ich fixiere dich auch an. Okay, wir haben zum Glück gespeichert. Ah, das ist schwierig. Das ist schwierig. Der ist auch nicht einfach kaputt zu kriegen. Psy-Shock ist nicht verkehrt. Muss man bloß gucken, dass die eine Olle, die Mary da, mir das nochmal angucken. Der Telepath. Gegen wen ist der denn? Telepath. Schwächen. Explosion. Feuer. Nullwellen. Mhm. Immunität. Rückstock. Scannbare Kräfte. Gedankenkontrolle. Und. Na. Ich hau dir jetzt mal einen Pfeil um die Ohren, damit ihr schon mal wisst, dass wir hier sind. Hallo. Hallo. Ich will sie nicht. Ich lock den jetzt ins Feuer hier. Fertig. Nein. Meine Blatt ist. Kommen Sie mir nicht zu nahe. Ja, Mary, komm mal hier hin. Hallo. So, ganz kurz. Dann werden wir die Pistole schnappen. Wo ist sie? Da ist sie. Ausrüsten. Hast du jetzt gebröselt? Ich kann mich nicht beherrschen! Kommen Sie mir nicht zu nahe! Zurück! Nein! Nicht näher kommen! Nein! Es ist in meinem Kopf! Es hört nicht auf, über sie zu reden. Nein. So. Mein Kopf. Ah, Mann, ey. Mary. Nein. Meine Mary. Kommst du jetzt hier rein oder nicht? Ja, wahrscheinlich auch nicht, ne? Kommen da näher oder nicht?
rein. Und ich will dich doch nur in eine Falle locken. Okay, ich muss nochmal speichern. Wartet, ich hau mir noch was rein. Der ist so schwer, aber ich muss da an das Fenster rein. Und das geht wahrscheinlich nur, wenn ich knusprige Pommes Fritz jetzt gerade esse. So, jetzt level ich ein bisschen hoch. Ballert mir wieder den ganzen Raum kaputt hier, ne? Kann ich da oben vielleicht durchspringen? Poolbereich sind. So. Dann nehmen wir das mal. Warte, ich wollte ja schnell speichern, mal eben. So. Ah, die treffen mich natürlich voll, weil die mich. Der Anzug wurde beschädigt. Die treffen mich voll, weil die mich natürlich anvisieren, die Kugeln. Das ist doch kacke. Was soll ich ihn denn hauen? Vitalwerte kritisch. Ich habe keine Ahnung, wie ich es machen soll. Keine Ahnung. Die sind mir ein bisschen zu schwer. Ich gucke jetzt nochmal, was ich mit Neuromod technisch machen kann. Ich habe ja noch ein paar Neuromods. So. Wie kann ich ihn hier... Erzeugt Impuls, der innerhalb von 3 Meter Entfernung 25% Schaden. Stört den Impuls elektrischer Ausrüstung deaktiviert. Ja gut, das ist mehr oder weniger für andere Sachen. Telepathie habe ich gekriegt. Was kann ich hier? Du zwingst nicht mehr feindselig zu sein und bis zu 20 Sekunden lang für dich zu kämpfen. Befreit darüber hinaus Menschen aus der... Das ist aber kein biologischer Gegner. Was habe ich hier? Du erzeugst 20 ein Schild, der verhindert, dass der nächste gegnerische Angriff dir Schaden zufügt. Nein, den bräuchte ich. Brauche ich einen Neuromod für. Verwandeln komme ich auch nicht hin. Der schießt eh auf mich. Die peilen mich an. Jetzt noch mal gar nicht. Warme. Vitalwerte kritisch. Gerade den Telepath schnappen. 10 Sekunden reichen nicht. Probiere ich ihn jetzt so zu kriegen, was ich weiß, keine Ahnung, was der Q macht. Die explodieren sogar seine Schilder. Ja, die suchen mich und explodieren. Yeah.
Und was ist, wenn ich... Ja, das hat mich 115 Q-Strahlen gekostet, den jetzt kaputt zu machen. Wahnsinn. Wahnsinn. Tut mir leid, dass ich hier so oft sterbe, aber das werde ich jetzt weder rausschneiden, noch ändern, noch anders versuchen und. Das stand auch schon in der GameStar, wo ich mir den Bericht zu dem Spiel durchgelesen habe, dass das Spiel abartig schwer ist. Und dann müssen wir es so schaffen. Ich hätte ihm noch ein paar Sachen an den Kopf hauen können. Vielleicht. Wo ist denn jetzt hier Fitnessbereich? Hallo. Ach, guck mal an. Morgen? Wenn Sie hier sind, hat Abby es nicht geschafft, oder? Ich kann Ihnen helfen. Sie müssen in die Datenzentrale. Ich habe Sie mit einer Stimmsperre versehen, aber ich kann die zufällige Worteingabe überbrücken. Nehmen Sie mit Ihrem Transcribe Folgendes auf. Alex. Ödipus-Komplex. Pompös. Nepotist. Nichts gegen Ihren Bruder, aber das sollte genügen. Aber seien Sie vorsichtig. Da ist jemand in den Besatzungsquartieren und gibt vor, der Koch zu sein. Sein Tracking-Armband ist aus der Psychotronik, aber die ID ergibt keinen Sinn. Ich glaube, er hat Abby getötet. Sorgen Sie bitte dafür, dass er die Station nicht verlässt. Ich werde sehen, was ich von hier draußen tun kann. Solange ich noch kann. Auf Wiedersehen morgen. Ja, wir haben die Stimmproben. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und das war die Danielle. Töte den falschen Koch. Gut, dass ich... Oh, hier habe ich eine Karte gefunden. Das ist Schatzkarte für... Go gefunden haben. Jetzt können Sie die Datenzentrale betreten. Emma, hier ist Danielle. Ich versuche, Abby zu erreichen, aber sie geht nicht dran. Bitte nicht kommen. Emma? Bitte. Nein, nicht. Emma, ich kann dich kaum verstehen. Bin in Sicherheit. Ist Abby da? Alles in Ordnung bei dir? Das bin nicht ich. Nicht. Ich werde... es nicht tun! Du kannst nicht! Ja, da hat sie sich wohl gerade verwandelt. Da hat sie sich wohl gerade verwandelt. Und wir müssen jetzt... Das haben wir ja auch alles schon gemacht. Wir müssen jetzt... Wir haben hier keine Ziele mehr. Das Einzige, was wir machen müssen, ist jetzt in die Datenbankzentrale. Wir haben die Stimmprobe... Und das wollen wir auch, speichert dann nochmal, das wollen wir auch im nächsten Teil machen. Deshalb, ja, hoffentlich hat das mit dem Sound jetzt geklappt und ich freue mich auf den nächsten Part mit euch. Also, bis dahin.